Warte mal, wie müssen wir anfangen? Das Quietschen fehlt. Tja, ohne Quietschen, aber wir sind zurück. Hat wohl einer in der 4 Wochen Abstinenz geölt. Hat sich selbst geölt. Ja, ja, wer es nicht wissen sollte, News und Angebote der Kalenderwoche. 34, glaube. Ja, könnte hinkommen, das Jahr ist fast zu Ende. Ja, wir haben es in den letzten Wochen tatsächlich nicht geschafft, frei das was abzudrehen. Weil Kai hat da irgendwie mal nicht da, aber Urlaub hatte sich bis freigenommen. Soll ja auch mal vorkommen. Oder krank war. Oder auch krank war. Ja, soll auch vorkommen. Das ist, glaube ich, jetzt in den 7 Jahren, 8 Jahren das erste Mal wieder eine ganze Weile. Ne? Ja, das und nächste Woche fällt es gleich wieder aus, denn da ist FIFA. Da haben wir aber auch wirklich triftigen Grund, nicht da zu sein. Also für uns zumindest. Definitiv, ja. Aber es gibt einiges zu berichten, auch vor der IFA. Und wir werden auch nach der IFA einiges zu berichten haben. Ja, nicht von außen. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen mal direkt an. Und zwar... Ja, mit was Unerfreulichem, denn ja. Sony hat bekannt gegeben, dass sie die Preise bei der PlayStation 5 erhöhen werden um jeweils 50 Euro, wenn sie denn mal verfügbar wäre. Naja, mittlerweile ist es so, man kann bei Sony, bei anderen Seiten auch sich quasi anmelden, schon vor angemeldet sein und in der Warteliste sein und dann kann man auch relativ gut jetzt noch eine kaufen. 50 Euro on top, ganz ehrlich, für die Hardware, die drinsteckt, ist es immer noch günstig. Das darf man dabei auch jetzt nicht ganz unterschätzen, aber es ist schon blöd, wenn der UVP im Nachhinein nach... über 1,5 Jahren oder zum Ende des Jahres, so 2 Jahre, dann plötzlich um 50 Euro eingehöht wird. Normalerweise ist es ja eher genau das andere der Fall. Jetzt wird es günstiger, jetzt wird es teurer. Hat was mit der Verfügbarkeit zu tun, mit der Hardware und der Gesamtsituation der Welt. Inflation und schlechter Dollar-Euro-Kurs. Genau, und dadurch, ja, ich sag mal, wenn man 50 draufpackt, ist es doch okay. Ich würde mich jetzt persönlich nicht dran stören, wenn ich noch eine wollte. Es hat schon Geschmäckle, aber dadurch, dass man ja mittlerweile oder viele ja durch die ganze Nichtverfügbarkeit teilweise 700, 800, 900 Euro für so ein Ding bezahlt haben, wenn sie dann dadurch vielleicht besser verfügbar ist, naja, meine Güte, dann ja, hoffentlich. Wenn man bedenkt, dass die PlayStation 3 damals 599 gekostet hat, ist das jetzt immer noch, geht. Ist nicht schön, aber was willst du machen? So ist es. So, und dann noch zu einer anderen News, und zwar... Das OnePlus 10T 5G ist jetzt ja offiziell in den Handel gekommen, aber da kannst du ja ein bisschen was erzählen, weil wir hatten zwar auf der Webseite darüber berichtet, aber da kein Newsformat kam, gibt es dazu ja was zu sagen. Also das 10T kommt wie geplant seit dem 25. auf den Markt, aber nicht selbst bei OnePlus auf der Webseite, sondern eher bei, ich nenne es mal, Drittanbietern wie Amazon und sonstige Händler. Liegt daran, dass es momentan bei OnePlus, Oppo, Realme, und IQ, glaube ich, also der chinesische Ableger, eine Verkaufssperre gibt in Deutschland, weil es einen Patentrechtsstreit gibt. Der geht, kurz gesagt, um 5G-Konnektivität zwischen dem Telefon und den Masten. Oppo, OnePlus und Co. sind ja alle vom BBK-Konzern und die haben wohl ab einem bestimmten Zeitraum diese Gebühren dafür nicht mehr bezahlt. Ich glaube, ich habe mal was gehört von 2,50 pro Gerät. Genau, das ist ein Patentstreit zusammen mit Nokia. Nokia hat die hält die Patente. Ja. Und angeblich hat da der Mutterkonzern von OnePlus und Co. das halt nicht bezahlt oder nicht rechtzeitig bezahlt. Und deswegen hat man ein Verkaufs- oder ein temporäres Verkaufsverbot erwirkt. Ich hatte da noch, ich glaube auch bei Cashys Blog, ein Statement gelesen von Oppo, dass die ja vorher im Vertrag drin war mit Nokia, auch bezahlt haben. Mit Stichtag des Auslaufen des Vertrages wollte Nokia aber deutlich mehr Geld haben, als es vorher abgemacht war. Da war man natürlich nicht bereit zu, wenn das jetzt stimmt. Und entsprechend kam es dann zu diesem Rechtsstreit. Da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Man kann die Geräte kaufen, aber auf den jeweiligen betreffenden Webseiten kriegst du die selber nicht. Aber wie gesagt, über Drittanbieter, Dritthändler geht das noch. Wie lange? Das ist eine andere Frage. Ich hoffe, das ist wirklich nur eine temporäre Geschichte. Natürlich, da wird man sich bestimmt irgendwann einig werden. Ja, aber Oppo hat wohl auch schon das... weiß nicht, ob es Gerüchte sind, ich gehe mal erstmal von Gerüchten aus, in den letzten Wochen wohl bekannt gegeben, dass man überlegt oder erwägt, den deutschen Markt zu verlassen. Also ja, Oppo gut, dann selbst. Waren sie jetzt 2 Jahre da und ich glaube, das hat sich für die auch nicht unbedingt so gelohnt. Wir hatten ein paar günstige Geräte, wir haben die High-End-Geräte, weiß ich nicht. Ja. Also wird man sehen. Also da geht es dann aber wirklich erstmal in dem Gerücht, nenne ich es jetzt mal wirklich nur um Oppo-Geräte und jetzt nicht komplett um alles, was dazu gehört. Ja. Wir warten ab. So, dann andere News. Und zwar gestern, also für uns gestern, wurde von DJI eine neue, ich sag jetzt mal, Racing-Drohne vorgestellt. Und zwar die DJI Avata. Und die gibt es in verschiedenen Bundles. Man kann sie auch komplett ohne Zubehör kaufen. Da geht es dann ab 579 Euro los. Man kann sie auch mit so einer First-Person-View-Brille tragen. Und zwar die DJI FPV-Goggles oder irgendwas. Die gibt es schon länger. Die gibt es ja auch bei der teuren Racing-Drohne.
Und man hat aber auch gleich noch eine neue Brille vorgestellt. Und zwar die DJI Goggles 2, die eine deutlich höhere Auflösung bieten. Und zwar Full HD pro Auge. Weil die andere hat nur 1440x810 pro Auge. Und da gibt es dann verschiedene Bundles. Da gibt es dann auch so einen Handcontroller, mit der man die steuern kann. Und. Und Akku-Packs und so weiter. Und da geht es dann teilweise hoch mit der neuen Brille und mehreren Akkus und so weiter bei 1429 Euro. Das Ding hat eine 48-Megapixel-Kamera vorne drin. Gibt dann wohl auch 4K mit 60 kann man aufnehmen. Man kann 2,7K mit 100 Bildern pro Sekunde. Die FPV-Brille hat wohl 120 Bilder pro Sekunde in der Darstellung. Micro-OLED-Display. Und die Drohne fliegt halt bis zu 97 km/h schnell. Ich habe tatsächlich gestern just... Eine bestellt, hoffentlich. Zwei gleich. Ach so. Nee, bei Johannes auf Instagram, wir kennen uns von verschiedenen Messen, er hat das Ding schon in den letzten 14 Tagen oder letzte Woche getestet, hat da so ein kurzes Video auf Instagram rausgehauen, wie das Ding so rumfliegt. Bildqualität sah jetzt für Social Media erstmal sehr gut aus. Bildstabilisierung, Fliegen hin und bewegen und so sah sehr, sehr geil aus. Ich habe jetzt tatsächlich am Anfang gedacht, dass das Ding deutlich teurer ist. Also klar, im Gesamtbundle mit 429 Euro ist es sehr teuer. Mit dem Einstiegsgerät, nenne ich es jetzt mal, mit 579 geht es immer noch. Ich habe gedacht, das kostet wirklich deutlich mehr. Sah sehr spektakulär aus, also finde ich interessant. Von uns wird es in die Richtung wahrscheinlich aber nichts geben, weil Gewicht, Flugschein, wo darf ich fliegen und so weiter, das ist uns irgendwie alles. Dadurch, dass wir privat uns auch in der Richtung nicht weiter fortgebildet haben, ist das so ein bisschen bei uns auch wieder eingeschlafen, das Thema. Sagen wir mal so, auch weil einfach zu viel andere Sachen zu tun sind. Die Zeit fehlt tatsächlich. Genau. Und die Regularien sind die als anderen. Richtiges Hobby hat bei uns auch keiner so die Drohnen dann für sich erkoren. Ja, es tut uns leid für alle Drohnen oder Racing-Fans oder als RC-Fans, nenne ich es mal, dass es momentan bei uns immer noch so ein bisschen zu kurz kommt, aber vielleicht ändert sich ja der Zukunft. Ja, das war jetzt ein paar Jahre her mit der letzten Drohne, ne? Und es waren halt auch so einfache Drohnen noch und wie gesagt. Und auch unsere Mavic 2, die kommt viel zu selten raus und zum Einsatz. Deswegen, wir gucken mal, ob sich da was ändern wird. So, dann eine andere schöne News und zwar Dead Island 2 soll jetzt kommen, aber man weiß noch nicht, ob es nach Deutschland kommt. Aber du kannst ja mal die ganze Story erzählen. Also ich fange jetzt mal kurz bei gestern an. Also ich habe ja am Donnerstag einen Stream gemacht, also bei meinem privaten Kanal, die meisten von euch kennen das vielleicht. Da kam dann, hey Ronny, hast du schon den neuen Trailer von Dead Island 2 gesehen? So, hey, ich sage, was, wie neuer Trailer? Du meinst jetzt, oder hast du den Trailer gesehen? Ich sag, du meinst jetzt aber nicht den alten Render-Trailer, den wir schon kannten. Nein, auf der Gamescom wurde ein neuer Trailer vorgestellt. Die Gerüchte waren übrigens schon von Anfang der Woche, ne? Dass was kommen soll. Ja, da warst du wohl nicht up to date, würde ich mal sagen. Überhaupt nicht, weil ich da gar nicht nachgeguckt habe. Und dann hieß es, das Ding soll tatsächlich nächstes Jahr auch rauskommen, irgendwann, keine Februar, März oder so. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen, weil das ist so ein bisschen wie die Neverending-Story von Duke Nukem Forever. Es hat ewig gedauert, es haben verschiedene Studios das Ding schon gebastelt. Es gab zuletzt eine geleakte Alpha, die ich vor 2 oder 3 Jahren mal runtergeladen habe, die mal angespielt. Kai hat es markiert, 2014 sollte es eigentlich rauskommen. Es sind nochmal 2 Jahre draufgerechnet, sind es dann fast 10 Jahre her. Ich weiß nicht, in welchem Zustand, in welchem desolaten Zustand, mit welcher Grafik, weil der Trailer auch nur ein Render-Trailer war, habe ich mir sagen lassen. Es gibt keine Spielgrafik. Also... Ich hab echt viel Hoffnung, aber ich glaube nicht so richtig dran. Auf jeden Fall, konkret soll es am 3. Februar nächsten Jahres rauskommen. Es ist ja gar nicht mehr so lang hin, ein halbes Jahr. Nicht. Aber was jetzt ja verwunderlich ist, es gibt nur einen Render-Trailer und keine Ingame-Grafik. Also wahrscheinlich keine neue Ingame-Grafik. Man hätte ja auch einen Trailer zeigen können mit Spielgrafik. Das ist, ich denke mal, ganz clever gemacht. Und zwar, man wollte jetzt erstmal überhaupt den Hype mitnehmen, dass man sagt, wir sind wieder da. Oder beziehungsweise das Projekt kommt und dass erstmal so dieses Momentum mitgenommen wird von wegen, ja, alles klar, geil, alle freuen sich und dann kommt jetzt bald, häppchenweise dann mehr und mehr. Ja, ist so ein bisschen wie Nothing Phone, die haben es ja auch so gemacht. Genau. Ja, also ich hätte Bock drauf, aber ich hatte, wie gesagt, so eine Vorversion gespielt vor 2, 3 Jahren. Ob das mit dem noch zu übereinstimmt, es war Standard-Zombie-Gemetzel. Genau. War jetzt nicht besonders anders. So, dann ein Gerücht, das heute, für euch ist es vielleicht schon passiert, und zwar Amazon möchte Electronic Arts übernehmen. EA, it's in the games. Okay. Und zwar wird gemunkelt, dass Amazon wohl heute, also für uns am Freitag, wohl noch ein Gebot für EA abgeben möchte und sich das ganze Ding ins Boot holen möchte. Und das wäre wohl aktuell ein Unternehmenswert, wenn dieses Angebot wohl stimmt, dass man EA mit aktuell 35 Milliarden bewertet. Und Amazon sich dann halt viel einverleiben will, zumal ja auch die Amazon Games Sparte
auch schon ziemlich aktiv geworden ist in den letzten Jahren. Da kam ja einiges raus und da kommt ja auch, aber man hat sich konzentriert sich so ein bisschen auf diese ganze Online-Multiplayer-Sparte. Und will sich dadurch wahrscheinlich jetzt wirklich dann breit aufstellen, wenn das stimmt. Ich habe jetzt gerade nur kurz mal unten gelesen, was da alles mit drin steckt. Also BioWare, Criterion Games, Codemasters, / Battlefield, Star Wars, Battlefront, FIFA, Apex Legends, Sims, Mass Effect, Need for Speed und Command Conquer. Das sind alles Marken und Reihen, die über die Jahre ein bisschen dahin gehunzt wurden von EA. Ich glaube nicht, dass Amazon das jetzt besser hinkriegt oder die sagen, okay, ihr habt da ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Zeit. Aber es gehört dann ihnen. Aber es gehört denen, ja. Und außerdem, du musst bedenken, Amazon gehört auch Twitch. Also da... Ja, also die müssen eigentlich... Kann man schon also, was Ah, das ist schon wieder eine krasse Geschichte, was da wieder alles hintersteckt. Wenn die keinen Businessplan haben, dann weiß ich ja auch nicht. Sagen wir mal so, die haben sich bestimmt mal 5 Minuten zusammengesetzt und das mal durchgesprochen. Ja komm, lass mal hier den Laden übernehmen, kostet auch nur 35 Milliarden da. Haben noch in der Kaffeekasse kurz mal geschüttelt, ja passt. Ja, hier ist auch 50 mehr. Kriegen wir hin. Oh, da bin ich gespannt, also... Ja, EA ist und ja, oh, vielleicht kommt da mal wieder was. Ja. Schauen wir mal. Genau. In Bezug auf Battlefield 20. Genau, in letzter Zeit kam, als letztes kam ja von Amazon Games Lost Ark und New World raus. Stimmt, Lost Ark kam mir auch gut an. Genau, New World hatte ich gespielt, ist aber so ein, also hat mir am Anfang ganz gut gefallen, ist aber ein massiver Grind. Also du musst da so krass grinden. Und Lost Ark soll aber auch nicht anders sein. Also ich da soll nur im Stream vielleicht 2 Stunden angespielt, dann hatte ich die. Genau, ich wollte es dann auch mal anspielen und als es dann hieß, das wäre auch ein massiver Grind und mich das schon bei New World dann nach ein paar Stunden angestrengt hat, habe ich mir dann gedacht, ach. Ja, ich meine, so kannst du natürlich Spielzeit auch strecken, wenn du Bock drauf hast, aber so ein Grinder bin ich auch nicht so wirklich. Also es muss schon irgendwie im Spiel. Und man hatte halt auch gesagt, also ich hatte auch gelesen bei Lost Ark, dass wohl die Mission sehr, oder das Missionsdesign sehr generisch war. So nach dem Motto, kille 10 davon, hole 5 davon. Aber so mir hat die Steuerung schon gar nicht zugesagt, weil das halt so mit WASD war und mit der Maus zusammen kombiniert irgendwie, keine Ahnung, war ganz komisch. Also passte nicht so. Aber ein paar Zuschauer sagten, denen gefällt es. Wenn ihr da Feedback habt zu den beiden Games oder auch zu der Übernahme oder zu den anderen News, haut es mal gerne unten in die Kommentare. Ihr habt ja jetzt Redebedarf hoffentlich nach den Wochen. Gerade in Bezug auf das Battlefield, der da mit drin steckt, weil 2042... Da hätte ich eigentlich auch was reinnehmen können. Und zwar hat man ja jetzt wohl vor, dass da wohl ein fettes Update kommen soll für 2042, was wieder Klassen einführt und so weiter. Ja, habe ich auch gelesen. Hätte ich auch noch Wir haben die erste Map komplett umgeändert, also von dem Nackten, da war noch nie irgendwie eine Ausartung an Kriegsgeschichten, sondern da ist jetzt tatsächlich auch mit Barrikaden und hin und her Deckungssystem, was ja auch Sinn macht. Also es sieht nicht mehr so clean und sauber geleckt aus, sondern da ist jetzt optisch schon ein bisschen was angepasst worden. Aber leider erst eine Map, es kam noch eine neue Map mit dazu, die auf 3 Ebenen arbeitet, die soll auch sehr, sehr cool sein, aber ich habe es tatsächlich alles zusammen noch nicht mehr gespielt. Also, ach, das ist auch schon älter. Ja, jedenfalls hier, genau. Es soll ein größeres Update kommen. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, aber Ronny hat ja schon berichtet. Ja, so. So, und das damit sind wir bei den News durch. Und jetzt gibt es wieder was kostenlos abzustauben. Ich hoffe, ihr habt in den letzten Wochen dran gedacht, euch was zu holen. Ich ja. Ja, und dann gibt es hier was. Ja, das Bungie-Bungie-Paket von Bungie. Das sind die 32 Jahre Bungie-Paket. Da wird, weiß ich nicht, was drin ist. Ich habe es mir vorhin gerade gesichert und Ring of Pain habe ich mir auch gesichert. Was es ist, weiß ich aber auch nicht. Wir können ja mal kurz reingucken. Und zwar neue Dungeon, exotischer Raketen, also einen praktischen Skin und andere Sachen. Ja, da müssen wir jetzt nur noch Destiny 2 spielen, aber das ist halt, Bungie ist irgendwie nicht so... Das scheint hier so ein... Kartenspiel irgendwie sowas in die Richtung. In der Richtung ein Kartenspiel zu sein, ja. Roguelike Kartencrawler. Das klingt ja erstmal... Okay, das ist mal eine ganz interessante Kombination. Und nächste Woche geht es dann auch ab. Mit Tomb Raider. Gut, ein DLC-Pack, aber es gibt Tomb Raider Definitive Edition. Sehr geil. Und Submerged. Also da gibt es dann auch wieder ordentlich was abzustauben. Also Tomb Raider habe ich damals schon durchgespielt, auch auf der PlayStation 3 und auf der 4. Und Submerged sagt mir nichts, aber das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Tolle Ruinen in einer versunkenen Welt per Boot und Fluss. Der Name sagt mir was, ich habe es aber noch nie gesehen. Ja. Aber na gut. Für lau, ne, nimmt man es mit, wenn man den Account schon hat. Auf jeden Fall. So, und damit kommen wir dann auch zu den Angeboten, die wir für euch rausgesucht haben. Und da gab es ja natürlich, wenn ihr auf der Webseite in den letzten Wochen bei uns unterwegs wart, immer wieder was Neues zu entdecken. Auch ein paar schöne Push-Nachrichten, falls ihr unsere Apps installiert habt. Und wenn nicht, oder dann macht das bitte noch. Und ansonsten haben wir hier ein paar schöne Angebote. Ja. Angefangen mit dem Roborock S7 Pro Ultra. Nicht zu verwechseln mit dem Max V Ultra, der nochmal ein bisschen mehr kostet. Aber der hier ist gar nicht so doll abgespeckt worden. Da müsste ich jetzt selbst ganz tief in mich gehen, weil die gute Jenny macht ja die Saugroboter und Haushaltsgeschichten. Aber auf jeden Fall fehlen da 1-2 Funktionen. Genau, im Endeffekt die Kamera nach vorne, die man dann auch benutzen kann, ist so das größte Feature, was fehlt. Ja, dafür spart man aber so 250, 300 Euro.
Und ja, krasses Ding. Also mit einem Frischwassertank, Schmutzwassertank und einem Absaug-Staubbeutel, ja, einem krassen Sauger mit Wisch- und Druckfunktion. Und der Reinigungsgeschichte. Genau. Da noch, genau, sonst hätten wir die Wassertanks nicht. Schönes Ding. Ja. Haben wir jetzt, uns den haben wir uns jetzt noch nicht angucken können, sondern nur das V-Max Ultra-Modell. Genau. Also ja, also wer da in die Richtung was haben will, aber halt sagt, okay, knapp ein bisschen was über 1000 Euro bin ich noch bereit, aber 1,3, 1,4, 1,5 will ich nicht. Kann ich verstehen. Hier fehlen ein, zwei Funktionen, die nicht ins Gewicht fallen. Das wäre auch Chance. Ist auf jeden Fall ein wirklich krasses Ding, aber es ist auch trotzdem noch 1079 Euro aus Deutschland mit dem Gutschein. Ist immer noch ein verdammt hoher Preis, aber man muss auch sagen, das Ding ist wirklich, wirklich gut. Also den kannst du dann auch wirklich mal eine Woche, zwei Wochen lang so, der ist konfiguriert, du musst nichts machen, da ist genug Wischwasser drin, ja, da ist ein großer Schmutztank drin, da ist ein großer Staubbeutel drin und dann kann der auch einfach mal ein, zwei Wochen lang deine Bude saugen und wischen, der das ignoriert dann Teppiche, wenn er wischen, ja, soll, genau, oder fährt halt drüber, wenn er nicht wischen soll. Naja, der hat ja die anhebbaren Wischbereich, genau, Platte. Und dann ist Ruhe im Karton. Ja, ja, das ist schon, technisch ist es schon geil, aber die Preise dafür sind halt schon echt gepfeffert. Muss man immer noch bezahlen wollen. Ja, genau. Dann mal was ganz anderes und zwar ein ansteckbares Fahrradlicht mit einer richtig fetten LED-Leuchte, integriert im Akku, 1000 Lumen in der höchsten Stufe. Oh. Wer da Bock drauf hat, für 40 Euro kann man das sich jetzt bei Banggood zwar aus China bestellen, aber das Ding ist geil. 1000 Lumen ist ganz schön viel. Also man kann es dann auch selber ein, es hat auch einen Helligkeitssensor, das heißt also je nach Umgebungslicht kann es sich auch selbst regulieren, oh, hat auch einen Vibrationssensor, ich glaube der gibt dann auch an, wenn Akku langsam leer wird und so weiter, dass man darauf hingewiesen wird. Jo, soll halt nicht blenden, Typ C, also man kann ihn abstecken, ja, mit reinnehmen, per Typ C dann, ja, aufladen und ich glaube... Also Helligkeit ist mit 1000 Lumen echt fancy. Ich habe mir vor gut einem Jahr auch so eine Fahrradlampe mit Rückleuchte gekauft und ich glaube, ich habe da vielleicht 100 Lumen. Also wer jetzt nämlich sagt, hey, der Preis ist aber ganz schön teuer, auch für China-Import, das ist Licht, glaube ich, auch mit an der Helligkeit. Ja. Weil die normalen Standardlampen von Fahrrädern, die haben halt deutlich weniger Helligkeit. Genau. Und wer da wirklich ein bisschen Mehrwert drauf legt, weil das braucht, durch den Wald fahren und so weiter, über Stock und Stein, schau dich gerne an. Wenn man dann überlegt, man hat halt hier drei Helligkeitsstufen. Ja. Die erste Stufe geht ungefähr bis 20%. Wenn man davon ausgeht, wären das 200 Lumen. Ja, ist ja schon mehr. Ja, dann hat man trotzdem, und die sprechen hier von einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden. Und wenn man jetzt mal überlegt, keine Ahnung, man fährt immer so eine halbe Stunde mit dem Fahrrad irgendwo im Dunkeln vielleicht umher, weil man vielleicht, keine Ahnung, ja, noch jetzt im Herbst, Winter zum Sport fährt, ja, oder ja, morgens langsam im Dunkeln zur Arbeit, ja, kommt man damit schon eine Weile hin. Und wenn man die dann wöchentlich einfach abklemmt, kurz drin mit seinem Handyladegerät auflädt, jo, sollte man eh mitnehmen, damit sie nicht einer wegfindet. Aber ja, das Ding ist auch spritzwassergeschützt, also geiles Ding. So, dann hätten wir noch was ganz anderes und zwar Enbernic wagt sich in andere Gefilde und zwar hatten wir die ja bisher vorgestellt immer mit Retro-Handhelds, die so Gameboy, Super Nintendo und so weiter, PlayStation emulieren in einem recht kompakten Format. Mhm. Man wagt sich jetzt das erste Mal in die Windows-Richtung. Man bietet hier sozusagen einen Handheld mit AMD Ryzen, ja, Prozessor oder mit AMD Prozessor und Windows 10. Ja. Und konkret können wir mal ein paar Daten aufmachen. Ja, mir sagt der SoC jetzt erstmal gar nichts. Deswegen, Athlon Silver. AMD Athlon Silver, der basiert noch auf den Zen 2000ern, also AMD Ryzen 2000ern, ist praktisch noch in 14 Nanometer gefertigt. Und es gibt halt zwei Varianten. Und zwar einmal gibt es den mit einem Dual-Core, der zwei Threads verarbeiten kann und 8 GB und 128 GB SSD. Und es gibt den in Win 600 in einer größeren Version. Da ist ein etwas schnellerer Prozessor drin. Der hat immer noch nur zwei Kerne, aber kann vier Threads verarbeiten, kann bis 2,8 GHz takten und hat dann 256 GB eine M.2 SSD drin. Und die sind übrigens RAM und SSD sind austauschbar. Das ist sehr geil, weil Speicherplatz ist ja für so ein Windows-System ja das A und O und mit 256 GB ist schnell NM-Gelände. Ja, leistungstechnisch kann ich den jetzt tatsächlich nicht einordnen. Wahrscheinlich. Also wird deutlich schwächer sein als, ja, ein Steam Deck, definitiv. Sieht auch aus. Aber immer noch eine sehr ordentliche Leistung. Also ich sag mal, für Casual-Spiele absolut in Ordnung. Und der Vorteil ist ja auch hier, wie beim Steam Deck, wir haben jetzt ein 6 Zoll Display, IPS mit Touch und 720p Auflösung. Das heißt also, da geht dann trotzdem schon was. Und auch vernünftiger Controller, Akkulaufzeit bis 5 Stunden, ansonsten auch Typ C, USB-A, Dualband WLAN, Bluetooth ist drin, Stereo-Lautsprecher, 45 Watt Schnellladen. Und man spricht auch offiziell davon, dass man auch SteamOS wohl auch wechseln kann. Ja, das macht Sinn. Ich habe das zu Hause auf einer Mini-PC auch drauf. Das ist ja schon geil, ist schon einfach. Genau. Und beginnt halt der Preis für die kleine Version
für 387 Euro und die große Version für 470 Euro. Ja, da kriegt man auch in dem Bereich schon was beim Steam Deck. Wer da aber, keine Ahnung, momentan immer noch auf der Warteliste steht oder irgendwas oder vielleicht Embernic so schon kennt und das geil findet oder halt das auch schön findet, weil es ja noch ein bisschen kleiner als ein Steam Deck ist, schon vom Display und auch den Abmessungen, weil Steam Deck ist ja schon ein ganz schön großer Wuppig, der wird vielleicht dem Ding hier eine Chance geben. Ist halt eine Alternative und es ist ein kleiner Hersteller, ne? Genau. Das ist halt, darf man dabei bei den Preisen auch nicht vergessen. Und von klein Übergang kommen wir jetzt zu groß. Und zwar vom Xiaomi Pad 5 Pro gibt es jetzt eine 12,4 Zoll Version. Ja, ich hatte den Artikel letzte Woche geschrieben. Aktuell ist es so, es kommt echt verspätet. Also das heißt ja nur Pad 5. Also eigentlich 5, wartet man schon wahrscheinlich auf ein Pad 6. Eigentlich hätte jeder auf eine Ankündigung vom 6er gewartet, weil das ist jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr her, wo das Pad 5 Pro rauskam. Pro nur in China. Apropos China, 12.4 momentan auch nur für China gelistet und was die Hardware angeht, eigentlich 1:1 das Pro-Modell aus China. Nur größer. Nur größer, genau. Also Display-Auflösung bleibt gleich, nur dass wir halt eben jetzt bei 12,4 sind statt 10,95. Also Snapdragon ist auch der gleiche, der 870er. Ansonsten war die Kamera ein bisschen anders. Du hast halt eine 50-Megapixel-Knipse, was nur bei der 5G-Variante beim Importmodell war. Und jetzt kommt noch ein tiefen Sensor mit 2 Megapixel dazu oder irgendwas. Und die Frontkamera ist jetzt bei 20 Megapixel. Ansonsten ist das so ziemlich identisch. Klar, Android 12 gleich mit drauf. Ja, 13 hätte man vielleicht auch schon machen können, aber da sind sie irgendwie alle nicht so schnell. Und dann war es das auch schon mit den Änderungen. Also ist das einfach nur größer. Mehr ist es nicht. Und beginnt preislich bei 500 Euro knapp. Ja. Und dann gibt es halt noch eine Version mit 256 GB Speicher und 8 GB RAM und noch eine ganz große mit 12 GB RAM, falls man es dann braucht. Aber das man bezahlt aber nur für das RAM-Upgrade dann nochmal 100 Euro mehr. Das ist schon... Also die unverbindliche Preisempfehlung in China, die steht ganz unten mit, die ist natürlich eine andere Geschichte, aber damit kommen wir mit einem Import plus Gebühren und der Shop will ja auch noch irgendwas verdienen, da kommen wir nicht hin. Bei 430 geht es dann los. 502 und 602. Ja, das sind halt 60, 70 Euro, die du jetzt hier mehr bezahlst. Muss man für sich entscheiden, weil es ist, wie gesagt, ein Importgerät. Es bleibt bei der chinesisch-englischen Sprache. Google muss man selber drauf machen. Wildman-Level kann ich jetzt nicht genau bestimmen. Kann sein, dass es mit drauf ist auf L1, aber heißt nicht, dass Amazon Prime-Video damit dann auch in Full HD funktioniert. Also Updates kommen und so weiter, ist alles keine Frage. Wer jetzt was Großes will und sagt, ich will im Hause Xiaomi bleiben, für den ist es was. Vielleicht auch abwarten, vielleicht kommt das Ding auch nach Europa, aber momentan sieht es eigentlich nicht danach aus. Jo, und dann als letzte News, die hätte ich eigentlich weiter vorne machen müssen. Ach Quatsch, News als Angebot, passend zum Fahrradlicht gibt es jetzt auch ein Rücklicht, wollte ich nämlich eigentlich zusammenpacken. Also wer sich für die Fahrradlampe entscheidet, der kann sich hier auch noch ein ansteckbares Rücklicht holen und zwar für einen Zehner. Das Ding leuchtet auch sozusagen fast 360 Grad, denn es leuchtet auch zu den Seiten hin und macht somit gut auf euch aufmerksam. Und spritzwassergeschützt, 700 mAh Akku ist drin, ihr könnt das Ding abmachen und auch dann per USB-Kabel aufladen. Ja, mehr brauchen wir dazu glaube ich nicht sagen, aufgrund der Reichweite des Lichts unterscheidet die sich jetzt auch von anderen und die Helligkeit, man hat es auch im Bild gesehen, ist auch noch ein bisschen was anderes. Ja, vielleicht auch ein Blick wert, finde ich, ist auch in Ordnung. Ja. 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 Wir sind durch, ja. Nächste Woche, wie gesagt, Dienstag bin ich auch in Berlin schon zu einem Event, kann jetzt aber nichts erstmal zu sagen. Dann geht's ab Mittwoch mit der IWA los, wir sind ab Donnerstag, Freitag und ich inklusive Samstag auch noch da. Kai und die ganze Rasselbande, nennen sie mal, die kommen dann am Freitag nach. Ich bin mit Marci ab Donnerstag schon da, der hat aber Freitag einen Termin, dann kommt der Rest dann dafür. Und ach, Samstag auch noch ein Tag und ich bin gespannt, was da alles kommt. Und wir treffen uns wieder mit China Gadgets auf der IFA. Leider nicht mit allen, da sind nur drei Leute mit bei. Aber wir gehen auf jeden Fall auf Freitagabend mal schön essen. Das Restaurant haben wir auch schon schön sichergestellt, dass das auch klappt, weil in dem Zeitpunkt sind Hotels und Restaurants sind ja auch schweineteuer und ausgebucht und. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, dass wir noch kurze Hose tragen können. Ansonsten müssen wir eine lange anziehen. Ein bisschen casual, keine Ahnung. Oder businesslike, ich weiß noch nicht. Ja, jedenfalls ist das für nächste Woche, was ansteht. Deswegen. Mehr kann vielleicht wird ja auch die ein oder andere Story zum Beispiel auf Instagram gedroppt. Ja, ich gehe von aus. Das heißt, wer ein bisschen was von dem Ganzen mitkriegen will, folgt uns gerne mal auf Instagram. Ja, Gamescom hat ja nicht funktioniert, sonst würde ich jetzt heute nicht hier sitzen, weil wir haben ein bisschen was gedreht und... Das haben wir nur für das News- und Angebote-Video, deswegen bist du hier geblieben, weil du gesagt hast, es ist jetzt schon seit 3-4 Wochen nicht gekommen. Richtig. Verzichte ich auf die Gamescom, machen wir das Video. Genau. Eindeutig. Weiß ich doch. Nächstes Jahr vielleicht. Vielleicht wird es ein bisschen anders. Aber dass das so kurz mit der IFA hintereinander war, wusste ich gar nicht mehr. Gut. Ja, denn Brötchen weiterkauen, Stühlchen weiterkauen, Kaffee weiterschnüffeln, trinken, wie auch immer und wir sehen uns dann einfach nächste Woche. Oder Sonntag auf dem Hauptkanal mit einem neuen Video. Jo, dann viel Spaß. Wir sehen uns. Tschüss. Bis dann.